Hi, hi, mein Name ist Mieze Engelüt und ich darf euch heute den aktuellen Hype Genshin Impact von miHoYo Tech Otakus Save the World vorstellen. Dieser Free-to-Play Zelda Breath of the Wild Anime Gacha Koop Klon ist am 28. September 2020 für PC, iOS, Android sowie PS4 frisch geschlüpft und bietet Crossplay über alle Plattformen mit Ausnahme der PS4. Für die Nintendo Switch soll das Ganze noch folgen. Nachdem ihr zu Beginn des Spiels euch zwischen Bruder und Schwester für euren Hauptcharakter entschieden habt, wird der jeweils andere von einer Göttin entführt und ihr werdet in die frei erkundbare und weitläufige Spielwelt Teyvat geschleudert. Dort trefft ihr auf Paimon und erhaltet von ihr eine kurze Einführung in das Spiel. Ihr lernt, dass man fast überall hochklettern kann, und bemerkt schnell, dass die Welt voll von Rätseln, Schätzen und Dingen zum Sammeln ist. Auch Monster lassen natürlich nicht lange auf sich warten. Schnappt euch euer Schwert und stürzt euch in den Kampf. Das Kampfsystem in Genshin Impact ist simpel gehalten und fühlt sich sehr flüssig an. Neben normalen Attacken steht euch ein Spezial-Skill mit Cooldown sowie eine Ultimate, die jedoch erst aufgeladen werden muss, zur Verfügung. Im Laufe der Story trefft ihr schließlich auf Ember, eine Feuerbogenschützin, die es sich euch anschließt. Während euer Hauptcharakter mit Schwert- und Luftskills kämpft, habt ihr nun die Möglichkeit, mit ihr Pfeil und Bogen sowie Feuerskills zu benutzen. Des Weiteren gibt es noch die Elemente Eis, Blitz, Wasser, Erde und Natur, die alle die Kämpfe auf vielfältige Weise beeinflussen. Jeder Skill legt eine Elementspur auf den Gegner, die von anderen Elementen ausgelöst wird. Ein Beispiel hierfür wäre eine Feuerverwirbelung, die ihr mit einem Luftskill an einer Feuerspur auf dem Gegner auslösen könnt. Oder friert doch einfach mal einen nassen Gegner mit Eis ein und macht ihn damit kurze Zeit wehrlos. Doch Achtung, das Ganze kann auch euch selbst passieren. Denn Monster können direkt selbst ein Element besitzen. Gegen das gleiche Element sind sie im Übrigen immun. Schnell habt ihr dann vier verschiedene Elemente zusammen und könnt alle möglichen Kombinationen ausprobieren. Denn neben Ember, zwei anderen Charakteren, die ihr in der Story erhaltet, und dem Hauptcharakter, der sein Element etwas später auch ändern kann, gibt es aktuell noch 19 weitere Charaktere. Diese könnt ihr beliebig zu einem Trupp aus vier Mitgliedern zusammensetzen und im Kampf per Shotkey zwischen ihnen hin und her wechseln. Um neue Charaktere zu erhalten, müsst ihr sie jedoch erst per Gacha-System, eine Art Lotterie, mit etwas Glück gewinnen. Dafür gibt es eine spezielle Währung, die ihr im Spiel hier und da erhaltet. Zusätzlich lässt sich diese aber auch mit Echtgeld kaufen. Unbedingt notwendig ist dies aber nicht, der mit euren vier Stadtcharakteren gut durchs Spiel kommt. Erwähnt sei auch noch, dass jeder Charakter an seinen Waffentyp gebunden ist. Neben Schwert und Bogen gibt es noch Zweihänder, Speere sowie Bücher und Fokusse. Und jeder Charakter spielt sich damit noch etwas anders. Kommen wir aber nun zum Koop. Dazu sei gesagt, dass dieser erst freigeschaltet werden muss. Hierfür müsst ihr Abenteuerrang 16 erreichen. Dieser Rang ist der Gesamtfortschritt eures Accounts und hat nichts mit dem jeweiligen Leveln eurer Charaktere zu tun. Steigern lässt sich dieser Rang unter anderem durch Quests, dem Öffnen von Truhen, aber auch durch Entdeckungen. Zusätzlich schaltet dieser Rang auch anderes frei, wie zum Beispiel auf 12 eure Daily Missions oder auf 20 ein Battle Pass sowie eine Art Spezial-Herausforderungs-Dungeon. Koop-Play ist für 2 bis 4 Spieler möglich. Dabei wird der Trupp auf die Mitspieleranzahl aufgeteilt. Das heißt, spielt ihr zu zweit, kann jeder 2 seiner Charas benutzen. Bei 3 Spielern hat der Host 2, seine Mitspieler jeweils 1 Charakter und bei 4 Spielern steuert jeder einen Chara. Diese können jederzeit aus den eigenen Chara-Pool ausgewechselt werden, natürlich nicht im Kampf oder im Dungeon. Leider könnt ihr nur begrenzt zusammenspielen. Questing ist außer den Dailies nicht möglich und Entdeckungen sowie Truhen-Loot bekommt nur der Host. Ausnahmen sind jedoch Loot von Bossen oder Loot, das mit Resin, einer Art Stamina, bezahlt werden muss. Dies schränkt meiner Meinung nach den Koop aktuell sehr ein. Mein Fazit zum Spiel: Es macht auf jeden Fall Laune und hat super viel Potenzial. Musikalisch sowie grafisch ist es ein echtes Schmuckstück und auch die Story ist top. Komplett vertont lässt sich die Sprachausgabe auch für die typischen Anime-Fans unter euch auf Japanisch umstellen. Außerdem gibt es auf der offiziellen Homepage auch noch den passenden Manga dazu. Reinschnuppern kostet nichts. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat mein Review gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar oder ein Däumchen da. Danke fürs Einschalten und danke auch an Martin, dass ich das machen durfte hier. Bis zum nächsten Mal, eure Lüth.